Hallo ihr Lieben, heute machen wir einen kleinen Ausflug in den Wald. Ich bin Jan von der Hörtischule und wir sehen uns gleich wieder. Na, wer weiß denn schon jetzt, wo wir gerade sind? Das da sind meine beiden Jungs. Die sind heute mit dabei. So, da sind wir nun. Der ein oder andere hat vielleicht schon erkannt und erraten, wo wir sind. Jetzt ist es im Hintergrund zu sehen. Hier fand ein Ferienlager Outdoor statt. Heute zeige ich euch ein paar Techniken, wie man so ein Lager bauen kann. Und wir werden auch das ein oder andere Stück Holz schnitzen. So, damit die ganzen Klamotten nicht irgendwo rumliegen, hängen wir die jetzt erstmal auf. Da gibt es tolle Techniken. Ich habe hier eine Schlaufe in mein Band gemacht. Jetzt habe ich es hier schon einmal fest. Dann mal rüber. Den nächsten Baum. Hier kommt eine kleine Schlaufe rein, mit der wir gleich unsere Klamottenleine spannen können. So, schön festziehen. Einen kleinen Knoten reinmachen. Und fertig ist unsere Wäscheleine. Jetzt hängen wir gleich noch die Sachen auf. So, einmal alles zusammengesammelt, können wir das jetzt schön hier drüber hängen. Ah, noch eine Sache. Sehr gut. Brauchen wir noch was für die Gemütlichkeit und dafür hängen wir uns jetzt noch die Hängematte auf. Als erstes müssen wir diesen Gurt mit den vielen Schlaufen um den Baum legen. Dann sind wir ungefähr auf Kopfhöhe. Dann nehmen wir meinen Kopf, damit wir nicht hinterher auf dem Boden hängen. So, eine Seite ist fertig. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite. Ich gehe mal mit dem Rest in den Baum. Ja, so, auch hier wieder auf Kopfhöhe. Einmal durchziehen und fertig. Jetzt brauchen wir die Hängematte. Gib mir nur den Haken. Vorne guck schon einen Haken raus. Jawohl. Den können wir hier ganz einfach in die Schlaufe einklinken. Und mit dem Rest gehen wir auf die andere Seite. Und auch hier wieder den Haken weiter oben. Hier. Machen wir auf. Also. So. Wer möchte Probe liegen? Perfekt. Und das ist so eine große Hängematte, dass man sogar zu zweit liegen kann. Leider muss unser Kameramann noch ein bisschen filmen. Sonst könnten wir sehen, ob er auch als Dritter noch mit in diese Hängematte passt. Vielleicht können wir später ein Foto davon machen, wenn es funktioniert hat. Bis später. Mal sehen, wo wir jetzt lang kommen. Hallo.
Also wenn du Stress hast, dass du so kriegst, dass die Äste ungefähr so dick wie dein Arm sind, damit sie nicht abrissen oder wegschmecken. Und am besten immer irgendwo dran festhalten. Und damit das Klettern auch eigentlich ganz gut. So, um eine Mauer zu bauen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man kann Stöcke wie hier in die Erde rammen, auf beiden Seiten, und den Innenraum mit Hölzern auffüllen. Das geht vor allem bei kleineren Mauern gut. Wenn man größere Mauern bauen will, muss man auch größere Stöcker nehmen, die man am besten unten angespitzt, wie hier zu sehen, in die Erde rammt, beiden Seiten, und die dann zwischendrin, kann man es da erkennen, mit einer Schnur verbindet, um das Ganze dann aufzufüllen. Auch hier wieder ein Stock in den Boden und hier der mit einem Faden mit dem auf der anderen Seite liegenden Stock verbunden ist, um eine Stabilität reinzubekommen. Hier oben entsteht gerade ein kleines Dach, im Moment mit Laub belegt, was vielleicht wieder wegfliegt, vielleicht aber auch nicht. So, hier haben wir eine kleine Holzbearbeitungskollektion von einem Beil über eine Säge und die verschiedenen Opinel-Messer für Kinder mit runder Klinge und für größere Kinder wie mich mit einer spitzen Klinge vorne. Hier wird auch schon fleißig gearbeitet unter Einhaltung besonderer Regeln. Wenn ihr schnitzt, solltet ihr immer sitzen, das ist ganz wichtig. Und probieren möglichst breitbeinig zu sitzen, damit keiner an eure Schnitzbahn kommt. Immer vom Körper weg, und besser ist es, dass wenn man nach unten schnitzt, weil man dann noch mehr Kraft hat. Und das waren die Schnitzregeln. Sehr gut. Zu verschiedenen Schnitztechniken kann ich euch gleich noch ein paar Sachen zeigen. Wartet ab. So, zu Anfang sah mein Stück Holz so aus, eine gerade abgeschnittene Kante. Jetzt habe ich schon ein wenig angefangen zu schnitzen, nur einen kleinen Teil, der jetzt langsam leider nicht scharf wird, aber immer mehr zu einer Kugel, die ich euch gleich noch einmal zeige, wenn sie fertig ist. So, also, es ist eine kleine Kugel entstanden. Vielleicht kann man es gut erkennen, vielleicht auch nicht. Aber es ist nicht mehr so platt wie am Anfang, sondern jetzt wie ein schöner Griff nach oben hin, wo man unten noch alles Mögliche anders dran schnitzen kann. Schnitzen im Sitzen, alles richtig gemacht. Ein paar Regeln sind aber nicht nur beim Schnitzen zu beachten, sondern auch, wenn man im Wald ist. Ganz wichtig, wir sind Gäste in diesem Wald. Wir haben unser Zuhause, das hier ist das Zuhause von Tieren, die man wunderschön im Hintergrund hören kann. Verhaltet euch ruhig, nehmt euren Müll mit nach Hause. Falls ihr Müll findet, der euch nicht gehört, schadet es nicht, ihr nehmt ihn trotzdem mit nach Hause. Und grundsätzlich kann man sagen, genießt die Natur und habt eine schöne Zeit in ihr und mit ihr. Und bis zum nächsten Mal.